Moin Moin, die Piraten sind los. Mein Name ist Captain Heinrich und wir spielen das DLC, die Vampirküste. Und unsere Vampirküste, die Blutsümpfe, werden wieder mal angegriffen. Hier waren erst die Echsenmenschen, die wollten halt belagern oder keine Ahnung, was sie wollten. Aber die haben stark ihre Einheiten verloren. Und jetzt werden wir von anderen Vampiren angegriffen. Und das Geile ist, die machen genau das, was ich mal vorhatte. Hier einfach mal eine Armee nur mit diesen explosiven Zombies zu machen. Wenn wir jetzt keine Mauern haben, ne, dann haben wir ein starkes Problem. Weil der kann ja jede Einheit von uns mit einem Typen auslöschen. Und wir müssen halt dicke Zombies gegen dicke Zombies schmeißen. Ne? Wir spielen das mal. Das wird bestimmt lustig. Ich freue mich. Ach, offenes Feld, das ist schon mal scheiße. Und wir kriegen gleich irgendwie Verstärkung. Wir müssen irgendwie versuchen, immer mit unserer Infanterie, das Einzige, was wir machen können, immer diese explosiven, fetten Zombies da zum Explodieren zu bringen. Weil sonst sehe ich schwarz für unsere Armee. Ich bin gespannt. Aber erst müssen wir unsere dicken Leute gegen den dicken Leuten schicken. Die Dicken fechten das schon aus. Die dicken Zombies, die machen das schon. Und das Schlimme ist, er hat noch zwei üble Nahkämpfer hier, diese Kolosse. Die sind ja auch nicht mit den Scherenklauen. Dagegen habe ich ja gerade nichts anzusetzen. Meine Infanterie wird da, dagegen ängstlich davonlaufen. Aber ich glaube, er konnte zaubern. Vielleicht bringt uns das ja was. Mit denen habe ich noch nicht gekämpft. So, 16 Magiepunkte ist ja schon mal was. So, ich lasse den Gegner kommen. Meine Verstärkung kommt von wo? Nur nicht Verstärkung? Achso, Verstärkung ist schon mit auf dem Feld, sehe ich gerade. Ja, aber... Was machen wir da? Guckt euch das an. Das sind nur die Explosiven. Cool. Die hat er nach hinten gestellt, weil das ist einfach... ich sag mal, Aufstellung starten. So, was machen wir, wenn wir einen starken Feind haben? Erstmal alles nach hinten. Soll er mal kommen. So, zweitens würde ich sagen, wir müssen gleich mal gucken, mit was er angreift. Ich würde wirklich diesmal die ganzen... alle mit Schusswaffen nach vorne. So, die beiden Komponentenherrschaften lassen wir hier aus dem Wald kommen. Und mit unserer Infanterie... ah, hier haben wir drei von diesen netten Herren. Das sind normale Deckfliegende. Sind das Nahkämpfer? Ne, das sind Deckwerfer, ganz normal. Deckwerfer lassen wir gleich von der Seite kommen. Vielleicht können die schon so einen Explosiven ein wenig eliminieren. Du kommst auch nach vorne. So, mit den Nahkampfeinheiten. Genau. Du bist dann meine Spitze. Wir bauen uns hier, sage ich mal, eine Speerspitze, würde ich sagen. In die Mitte kommen die hier. Dann sollen sie hier schön auf diese Speerspitze laufen. Und eine Infanterie packe ich dann nach hinten. Falls die Mitte zusammenbricht, kann er sie quasi wieder, ja... Moral, der General kommt in die Mitte. Er kann heilen. Was kann er denn überhaupt? Regeneration, aber nur sich selbst und Verbündeter. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann können wir die Spitze, die Einheit nämlich da, die vorderste nämlich auffüllen. Und was haben wir hier? Warnhells Totentanz. Selbst oder Verbündeter. Laufgeschwindigkeit, Nahkampfstärke. Wunderbar, also er kann supporten. Und ja, let's start. Ich glaube, er hat auch nur Nahkämpfer gehabt, oder? Gucken wir nochmal. Ich weiß nicht, was er selbst ist. Er ist Deckschütze? Nahkämpfer oder was?
Stangenwaffe. Ja. Gut, meine Deckwerfer. Wir fliegen erstmal seitlich an sie vorbei und versuchen, die Kolosse ein bisschen aufzuhalten. Was hatten die? Vielleicht die auch so ein bisschen aufteilen. Schießen zurück, das wird die Sache sein. Was schickt denn der hier vorne? Oh, ein von den schlanken Leuten. Alle Mann! Nein, ich hab den falschen gezogen. Oh, du bleibst mal schön hier, mein Freund. Du bleibst mal schön hier. Hab ich den falschen gezogen. Wegwerfer, Feuer. Zurück. Wir müssen die auf die schießen. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. So. Das heißt, er bewegt die jetzt weg. Das heißt, wir können jetzt mal die Schlanken gegen die Schlanken laufen lassen. Alle Mann. Genau, auf einen. Gut. Na, jetzt machen wir zurück. Da geht jetzt auch der Kampf los. Schlanke gegen Schlanke. Ja, tötet euch selbst, ist mir Wumpe. Hier auf ihn da. So, Einheiten zurück. Einheiten zurück. Lauft. Lauft zu eurer Mutter. Ah, schieß auf den wieder. Super. So. Wir müssen nur auf die Vollschlanken. Ah, zieht euch zurück. Zieht euch zurück. Ja gut, das sind sie halt tot, ne? Damit ist es halt so. Na gut, der ist hin. Alle Mann Feuer. So, ich glaube, wir brauchen die gar nicht mehr. Attacke. Attacke. Drauf. Auf. Wir drei auf die Kolosse. Können wir mal hier Magie gleich auffüllen, wenn der Trupp. Mal gucken, ob das funktioniert. Machst du das mit dem Auffüllen? So. Dann haben wir das. Leute, schießt mir auf diese Helden. Und die sind wieder da. Cool. Und das war's schon. Okay, eine Armee mit diesen... Ja, lebendigen, explosiven Zombies ist doch nicht so effektiv, wie ich es erwartet habe. Solange man halt Infanterieeinheiten hat, die dagegen angehen. Und das Heilen war ja auch nicht schlecht. Wir haben jetzt nicht viel geholt, ne? Aber gekillt. Aber wir haben doch schon einige. Hier. Alles 2, 4, 6, 7 haben wir schon vorne weg gekillt. Wunderbar. Und da er halt das gemacht hat, kriegt er auch einen Teil der Beute. Dann bleibt er uns ein bisschen treu. Wunderbar. War das jetzt ein feindlicher Pirat? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Attentat, Erfolg. Feindliche Helden. Was? Irgendwas Unaussprechliches. Hat Häuptling Iza verwundet das Ziel, Samuel Adol. Heißt, der ist jetzt weg oder was? Verwundet, das ist ja frech. Technologie erforscht. Feind im Kampf getötet, Feind im Kampf getötet. Wunderbar.
Dreckige Verräter. So, das ist aber definitiv ein Magier. Kann sich selber heilen. Des Untodes. Regeneration im Bereich. Okay. Also er kann echt cool seine Leute immer auffrischen. Das Geschosszauber. Aber natürlich ein Angriffszauber wäre natürlich auch nicht schlecht. Und dieser Zauber verbessert die Einheiten. Ja, ich nehme trotzdem erstmal hier den Nagash Todesblick. Geschosszauber. Jetzt müssen wir nur dafür sorgen, dass er uns treu bleibt. Und wir können jetzt hier Zombies wieder erwecken. Das ist natürlich ganz nett. Und da nochmal ein aufstellen und dann kriegst du... Oh, der kann ja ganz tolle Einheiten rekrutieren, aber die kosten natürlich meine Geld. Du holst dir lokal noch so ein Expedit. Ich möchte eigentlich die Zweitarmeen gar nicht so groß machen. Oh, warte mal. Der ist ja immer noch da. Eine Runde warten wir noch. Dann greifen wir den einfach mal an, da. Ist der auch weg? Du. Ja, wir müssen eigentlich auch... Ich ziehe mal zurück. Wir wollten ja hier ein bisschen plündern und so. Rauben, Brandschatzen. Haben wir ja ein bisschen gemacht. Wollte ich die Stadt erobern? Ich weiß es gar nicht mehr. So, hier kann ich noch bauen. Bringt Ruhm. Heldenkapazität. Ah, Korruption interessiert mich nicht. Ich brauche Geld. Das. Lassen die eine Stadt in Ruhe. Jetzt haben wir die angegriffen hier. Können wir sie angreifen? Aber automatisch. The Pirate King only knows victory. Oh Gott, hatten wir schon. Ja, komm, niederreißen. There is no stopping me. Wir haben von uns ja einen Held verwundet. Oder war mich auf Schatzsuche? Ich weiß es gar nicht mehr. War es nicht? Wir hatten doch hier noch in der Mitte, genau, das Rätsel von Raland. Es ist nicht das X, das den Fundort markiert, sondern das Gekritzel von den Alten, die längst verloren geglaubt waren. Ja, irgendwo ist hier noch ein Punkt, wo wir graben können. Ich war noch ein bisschen weiter raus. Das ist parallel von der Insel da. Und das ist ja hier das ganze Gebiet eigentlich. Da sind gewesen. Das heißt, hier müssten zurück und hier in diesem Bereich ein bisschen graben. Ne? Gut, ich würde aber sagen, wir hauen da ab. Nicht, dass er hier gleich kommt und motiviert ist und uns eliminieren will. Aber wir können uns nicht mehr bewegen, das ist doof. Gut, dann ist es halt so. Seebären. Beibeuter. Ich habe das ja nur genommen, um unsere Einheiten zu verstärken. Haben wir gemacht. Brandstifter. Feuerresistenz, Geschossschaden für ja, die Kanonen. Bonus gegen Infanterie. Oder 8% auf der Kampagnenkarte. Finde ich immer gut. Fälscher. Affenjacke war nur Rettungszauber, ne? Schoss, hartnäckig. Hm. Ich nehme mal die Bewegungspunkte. Dass wir hier irgendwie zu den Blutsümpfen kommen, uns erstmal da wieder heilen können. Männer auffüllen können. So, was können wir hier als nächstes Klügstes? Öffentliche Ordnung, Einkommen von Häfen. Geld ist natürlich nicht uninteressant. Natürlich müssten wir unsere Infanterie verstärken, aber wir haben ja schon gemerkt, da haben wir nicht viel.
Das ist für die Kanonen. Die haben bisher nur einen Einsatz. Das heißt, das würde ich nochmal weg. Das ist Reichweite. Oh, für Artillerie und Deckwerfer. Deckwerfer sind ein Fledermaus-Ding. Zombie-Artillerie. Wurfbomben. Bonus gegen große Feinde. Okay. Schussschaden. Artillerie-Deckwerfer. Die haben ja bisher nicht die Deckwerfer, ne? Die haben diese ganz normalen Standards. Aber die hießen nicht Piratenartillerie, oder? Verluste 10%. Ja. Rettungszauber. Nein. Erwecken kostet minus 10, ist auch nicht verkehrt. Kriegen wir günstiger noch Einheiten. Unterhalt. Ja, Unterhalt ist auch nicht schlecht, wenn wir das günstiger machen. Angriffsbonus ist auch nicht verkehrt. Ach, ich kann mich da noch nicht so. Und minus Rekrutierungsdauer. Okay, dann nehmen wir das. Wir sind ja quasi noch beim Armeeaufbauen und wir brauchen noch starke Einheiten. Weiter. Ich hoffe mal, dass jetzt hier der Echsenmann uns nicht angreift, dass wir uns zurückziehen können, heilen können. Vielleicht macht er mit uns noch Frieden. Ah, Zeichen der Alten hat er auch verloren. Ich glaube, er war auch... Ah, da ist... eine große Armee, also es hat zwei. Das heißt, wir ziehen uns eindeutig zurück. Können ja den noch ein bisschen ärgern. Jetzt ist er wieder mutig und greift an, oder was? Wenn nicht, machen wir ihn gleich platt. So, Piratengebäude wurde fertiggestellt. So. Was ist denn jetzt los hier? Ein Meer voller Gelegenheiten. Unterhaltungen mit mehreren gefangenen Admirälen haben Informationen zu verschiedenen möglichen Zielen geliefert. Die Zeit reicht nicht für den Angriff auf das Ziel. Wir müssen also weise wählen, welchen Konvoi wir angreifen. Ist mir eigentlich scheiße. Ist klar. Left. Schwachköpfe. Bretonische Schwachköpfe. Ich nehme die Bretonier. Amarna hat auch wieder zugeschlagen. Oh! Auf dieser Insel diesmal? Warte mal ganz kurz. Geh mal hin. Ach, hier unten. Oder? Ich würde sagen, weil das brennt. Okay, wir haben Mission erteilt. Sind die... Och Gott, oh Gott. Sind am Arsch der Welt. Das heißt, ich mach das nicht. Bretonische Kaufleute. Mehrere kleine Kriegsscharen haben sich zu einer Aufwiegelungsarmee zusammengetan. Bretonische Kaufleute, behaltet sie im Auge. Solch verzweifelte Gesetzlose sind immer auf der Suche nach schlecht verteidigten Land. Ja, das ist natürlich jetzt eine Mission, dass uns quasi treuer Diener erhöht die Loyalität, haben wir gemacht. Rekrutiert. Okay. Das ist natürlich immer so eine Sache, wenn wir jetzt quasi, wir haben ja überall Krieg. Und jetzt sollen wir uns zurückziehen, sehe ich nichts. Sehe ich nichts. Move those bones. Wenn wir nicht laufen. Doppelte Geschwindigkeit. Ja, er wird wahrscheinlich nicht dahin kommen. Ist aber gerade schlechtes Wetter. So. Können wir hier mal was bauen? Kanonen können wir verbessern. Was kommt danach? Baronade.
große Feinde, Rüstungsgeschosse. Gegen Infanterie und dann kommen die Deckschützen. Okay. Die 1000. Was haben wir hier? Fluch, Artillerie. Die verbessern irgendwie die Artillerie. Und hier haben wir auch Nahkampfgeschossinfanterie. Was ist da jetzt ein Unterschied zwischen die Deckschützen? Rüstungsdurchdringende Geschosse. Hm. Ja, was machen wir? Ich könnte noch bessere Fledermäuse bauen. Wir haben überhaupt noch keine. Wir brauchen auch eine andere Stadt, glaube ich. Es ist langsam. Wir müssen die andere da erobern. Aber das habe ich auch mal gesagt, dass ich das machen will, aber es habe ich nicht gemacht. Wir machen nochmal die andere Kanone. So, er läuft ja eh. Wir greifen jetzt hier. Der eh geschwächt ist. 9 Einheiten. Wir haben 12, aber schwächere. Wir machen das nochmal ganz kurz. Krieg erklären. Achso, wir sind nicht im Krieg. Dann lasse ich's. Ich, lasse es. Können wir mit Itza Frieden machen? Dass wir den anderen den Krieg erklären können? Mal gucken, ob Itza so doof ist. Hallo, Itza. Wir hätten gerne Frieden mit euch. Wir sind ganz friedliche Untote. Wir machen gar nichts. Oh, hat er abgelehnt. Na gut. Vielleicht möchte er noch ein bisschen Geld haben. Mal gucken, nächste Runde nochmal. Ich will jetzt da oben die andere Stadt haben, wo unsere Piratenbucht ist. Dann ist sie halt weg, ist egal. Aber dann haben wir halt da vielleicht die Provinz. Kriegen vielleicht noch einen Bonus und können vielleicht woanders noch mal Einheiten Gebäude bauen. Weil ich würde jetzt nicht in der Hauptstadt noch anfangen mit den Fledermäusen. Die müssen woanders gebaut werden, finde ich. Und bei den Zwergen war das, glaube ich, die hatten ja auch irgendwelche Luftschiffe oder so mit den Bomben. Die haben ganz schön gefetzt manchmal. Ich glaube, die sind dann auch effektiver als hier diese komischen Granatenwerfer-Typi. So, wir ziehen uns hier weiter zurück. Ja, und er, ja, keine Ahnung, warum er bei mir rumläuft. Die sind jetzt glücklich gesinnt? Das raff ich nicht. Warum sind die jetzt auf einmal glücklich? Weil ich abhaue oder was? Itza, Itza, wo bist du? Itza Schnitzer. Wir wollen keinen Krieg mehr. Wir sind ganz friedlich. Wunderbar. Da hätten wir wahrscheinlich seine eine große Armee geschlagen, dann hätte die hier. Dann hätten wir wahrscheinlich ihnen das Rückgrat gebrochen. Wir nehmen jetzt hier einfach diese anderen Vampire, den eliminieren wir mal. Bauen die Städte aus. Wir brauchen mehr Geld und wir sind mittlerweile auf Platz 9 der Top 10 der ja, Vampirpiraten. So. The sea knows my fate. Ja gut, dann war das mit der Runde. Oh, ein bisschen hinne. Schneller, okay. Lass mal den mal weiterziehen, wo immer der hin will. Glaube ich auch noch eine Einheit von denen. Genau. Das Schiff überhaupt nochmal. Das sollen wir ja auch mal eigentlich schon seit am Anfang killen. Was ist da drauf? 16 Einheiten und sind irgendwelche Dunkelelfen, die sind natürlich My Ocean. So, ah, wir sind kaum auf unseren Landen, kriegen wir ganz viel Heilung. Könnten wir vielleicht mal gleich eine zweite Kanone rekrutieren. Hunde können wir geheim, gemeine Hunde. Oh, hier, Hellebarden könnten wir nochmal. Warte mal, da brauche ich dich gar nicht heilen. Warte mal, aber doch. Den schmeißen wir mal raus. I am the Pirate King. Hellebarden-Typen nehme ich gerne.
Brauchen wir nochmal die andere Kanone. Ah, wir müssen echt wieder Sachen überfallen. Ah, da wo wir. So. Verbessern wir mal gleich den Schosszauber. Bin am Überlegen, wie viele Einheiten sind da drin. That is forbidden. 11 steht da. Aber die kriegen noch Unterstützung von den Einheiten. Wir haben 12, also der Armee wird es nichts. Wir müssen eine Runde warten. Dann entweder nehmen wir die ein oder... Ich würde sagen, wir machen erstmal die Piraten da platt. Und ja, ich würde sagen, ich mache mal einen Break. Das ist, wird jetzt ein paar Runden dauern. Ich werde da hochlaufen. Und wenn wir angreifen, würde ich sagen, geht es dann weiter. Also wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte einen Like und einen Kommentar da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.